Hallo Kinder und willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Uranium. Und heute muss ich mich wirklich bei euch entschuldigen, denn ich habe einfach ich habe vorhin schon aufgenommen und instant innerhalb von 3 Minuten habe ich ein, ich weiß nicht wie das Pokémon heißt, aber es heißt jetzt Hermann, ja, also er, habe ich gefangen. Und dabei habe ich mich vertan beim Nickname geben. Ich habe das Tier R genannt. Einfach nur EHR. Also habe ich mir gedacht, fuck, brichst du die Aufnahme ab? Denn es waren nur 2-3 Minuten, was ich aufgenommen habe. Ich habe wirklich original das Ding gefangen. Und dann bin ich zurück in die Stadt, die ganz am anderen Ende von der Map liegt. Ich kann das euch mal zeigen. Bin ich dahin gelaufen zu dem fucking Namensbewerter, der mir dann das Pokémon umgenannt hat. Also ich bin den ganzen Weg da zurückgelaufen und ich dachte mir, nein, das nehme ich nicht auf. Beziehungsweise, wenn ich es aufnehmen würde, wenn ich schneiden würde, würde ich es rausschneiden. Und nachdem ich das Let's Uncut nenne, schneide ich ja nicht. Also habe ich mir gedacht, scheiß drauf, gehst einfach offline den Weg. Ich habe ein paar Pokémon besiegt, aber es ist nicht mal ein Level gelevelt, also. Gut, ich würde mal sagen, wir trainieren jetzt einfach die Folge. Das neue Pokémon Hermann heißt er. Ist auch wieder ein R. Und ja. Ist auf jeden Fall ganz nett, ein neues Pokémon zu haben. Bitte, 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 bitte. It's not very effective. Ja, ich habe mir gedacht, endlich ist es gekommen, weil wir haben jetzt, glaube ich, 9 Parts, ja, 9 Parts davor, das ist jetzt der 10., haben wir nur mit 2 Pokémon, also, ich meine, ich hatte 4 Pokémon, ich habe jetzt 5, aber das waren halt, die trainiere ich nicht, die werde ich nicht im Kampf effektiv einsetzen. Die habe ich einfach nur mit, weil ich gerade sowieso noch Platz habe. Und ich dachte mir, jetzt habe ich so lange kein neues Pokémon gefangen. Es war schon fast eine Frechheit. Und da habe ich mir gedacht, ich schulde euch das. Und dann kommt einfach das. Ich habe mich so gefreut. Und dann habe ich es einfach verkackt beim Benennen. So dumm musst du einfach mal sein. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze, dass ich offscreen da jetzt zurückgerannt bin. Und die 2 Minuten wirkliche Aufnahme gelöscht habe. Ich bin halt, wie gesagt, nur herumgerannt und wollte endlich ein neues Pokémon finden. Jetzt haben wir es auf jeden Fall, jetzt können wir es trainieren und damit Spaß haben. Was auch immer das heißen soll. Ich bin mega gespannt, ab welchem Level sich das Pokémon entwickelt. Bin schon voll gehypt drauf, weil Feuerflug ist immer eine. Also es gibt bereits ein Feuerflug-Pokémon in den neuen Teilen. Also in XY, glaube ich, war das. Das ist auch cool, Datiri heißt das. Aber ich denke mir, Feuerflug war damals geil und ist jetzt noch immer genauso geil. Ich meine, es ist. Ja. Es sind zwei. Mann! Jetzt kommt es einfach nochmal. Level 13. Vorher kommt es nie und jetzt kommt ein. Ah, oh, das ist eine Frechheit. Aber okay, dann machen wir das Mirror Match mit. Irgendwas läuft noch im Hintergrund. Ich weiß nicht, das ist ein alter Pokémon-Part von mir, rennt, glaube ich, gerade im Hintergrund. Ich weiß, ich hoffe, man hört da nicht in der Aufnahme. Das wäre echt nervig. Ich schaue mir das nach dieser Aufnahme an. Also falls diese Aufnahme verkackt sein sollte, verzeiht mir das. Ich höre nämlich der ganze Zeit das Geräusch, wenn ein Pokémon gewinnt, weißt? So, das... Flashfire, das ist so Flammkörper, oder? Nein. Keine Ahnung. Achso, es ist, glaube ich, Flammkörper. Es hat... Ja, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall haben wir das eigentlich easy gemacht. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich denke, dasselbe Level hat dieselben Pools. Oh shit, gegen den haben wir ja schon verloren.
Schon mal gekämpft, aber verloren. Das ist so cool. Ohne Witz, das ist einfach cool. Peck. Schnabelattacke. Und boom. Big Shuck. Keine Ahnung, was das war. Also, gar nicht schlecht. Peck. Oh ja. In die Fresse. A critical Hit. Habe ich gewusst. Habe ich gewusst. Uff. Okay, das war Stampfer. Ja. Nice. Hammer geowned. Hammer geowned. Aber nur wegen dem Crit. Muss man halt wirklich zugeben. Jetzt kommt einfach Ehrenbert rein, carried, oder? Ich glaube, der hatte ja drei Pokémon. Ich habe mich ja schon gefreut, dass ich zwei seiner Pokémon ausgeschalten habe. Und dann hatte, glaube ich, drei. Keine Ahnung. Water Gun! Das ist die Rache an diesen Trainer. Thumbnail? Ah! Okay. Vielleicht stehe ich das wirklich wieder als Thumbnail. Keine Ahnung. Oh ja. Okay, da. Wie haben wir gegen. Ach, okay, wir waren wahrscheinlich low. Sonst hätten wir gegen den wirklich nicht verloren. So stark war der jetzt auch wieder nicht. Erstmal wieder unseren Hermann. Ich hätte ihn auch Ehrmann nennen können, aber ich glaube, dann versteht man den Wortwitz eher nicht so. Also habe ich dann einfach Ehrmann dann groß geschrieben. Und ich denke mir, wenn ich ihn nur Ehrenmann nenne, dann wirkt so, als hätte ich ihn Ehrenmann nennen wollen. Aber hätte es einfach verkackt, weißt. Ihr hört gerade auch diesen Sound, wenn man gewinnt. Es ist kein YouTube-Video von mir offen, oder? Hä? What? Ich schaue jetzt im Soundmixer nach. Hä? Ist das ein Bug von dem Spiel? Ich glaube, das ist ganz ehrlich ein Bug vom Spiel. Weil ich habe nichts anderes offen. Keine Ahnung, ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Okay, es ist aus. Also es ist wirklich nichts im Hintergrund. Puh, sorry für die Unterbrechung vorher. Oh, wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Das ist eigentlich cool. Poison Barb. Das erinnert mich an Stranger Things. Oh, Tone Me sieht cool aus. Tone Me, Tone Me. Einfach zwei Feuer-Pokémon haben. Oh, das trifft alle? Oder nur alle Gegner? Es wäre egal, denn der ist eh Feuer selbst. Was? Also, kann ich nur einen angreifen, oder was? Confusion. Ufa. Krasse Stärke, Mann. Peck. Achso, ich kann eh auswählen. Hä? Da kann ich nichts auswählen. Was? Achso, das hat eh beide getroffen, oder? Tone Me! Es ist irgendwie funny, dass wir einfach wilde Pokémon-Kämpfe mit einem Partner machen. Raptorch. So, was haben wir da noch für einen Move? Oh, eigentlich nichts Spannendes, weil das ist halt einfach fucking Gestein und somit. Ja, was sollte. Schnabel sollte reichen, glaube ich. Nein! Somit will ich offiziell nicht mehr. Und jetzt kommt noch. Wartet drauf, Leute. Es hat einen HP. Wow! Wow, es ist tot. Nice. Aber wir machen einfach Duo-Kämpfe mit einem anderen Trainer. Das ist irgendwie voll funny. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach funny. Wir sollten einfach die Steine wahrscheinlich auch checken. Oh,
Schreibt in die Kommentare, ob ich mir Dummy verfangen soll. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich keine Ahnung. Hä, ich bin nach jedem Kampf geheilt? Das ist krass. Das heißt, ich kann mega gut trainieren. Drowsy. Ungut, ich schlafen will ich jetzt auch wieder nicht. War das schlecker, die Animation war gerade mega derbe. Tony Mee ist wieder mal besiegt. Ja, Ehrenhans hat auch ein Level bekommen. Das ist nice. Und es ist immer schön zu sehen, wenn der Rivale auch ein ähnliches Level hat, in dem Fall sogar geringer, dann kannst du ziemlich sicher sagen, dass du ein gutes Level, oder zumindest ein angemessenes Level hast für die Epoche. Die Epoche, wo du bist. Oh, das hat ja gar kein Damage gemacht. Das sollte ziemlich stark sein. Brrr. Hört ihr auch die ganze Zeit die Win-Musik, wenn man... Ich höre es nur, wenn man im Kampf ist, so gefühlt. Jetzt höre ich sie nicht mehr. Krass, oder? Oh, da kann man nicht runter. Wow. Item! Full Heal! Bin ich jetzt wieder voll geheilt? Ja. Das ist Ehre. Das ist absolute Ehre. Solange jetzt kein Erdbeben kommt oder was, also irgendein Bodenmove, das beide trifft, ist alles im grünen Bereich. Also eins könnte gleich sterben, oder? Das wird sterben. Boom. Yep, es wird sterben. Und dann kommt noch ein Ruckzuckhieb und dann haben wir normal gewonnen. Aircutter. Oh, das lernen wir direkt. Start. Was ist das eigentlich für ein Move? Okay, cool. Growl brauchen wir nicht. Und dann kommt die Quick Attack und er ist down. Da gibt's gar nichts. Danger. Da gehen wir jetzt rein. Easy peasy. Das Danger steht nur da, weil wir cool sind. Wow. Es sieht gleich viel gefährlicher aus auf jeden Fall. Wow. Wahrscheinlich sind die jetzt so Level 20 oder so. Nein, okay, selbes Level. Nachdem ich jeden Fight geheilt werde, kann es mir echt ziemlich egal sein. Ja, das Tonnemi ist tot, oder? Weil Glut macht ja weniger Damage als der Move, den ich habe. Ja, ist nice. So, jetzt müssen wir noch irgendeinen Move finden. Oh shit. Oh shit! Ich hoffe, es wird wiederbelebt. Das hoffe ich jetzt wirklich, Mann. Ehrenhans, mach Gigasauger und zerstör's. Gigadrain! Es kann vor mir angreifen, das ist cool. Also, irgendwie nicht. Ich freue mich schon, wenn Ehrenhans sich das dritte Mal entwickelt. Nachdem sie ja das Hauptkäfer-Pokémon ist, sollte das relativ schnell gehen. Sind wir da wieder Ehre. Kann man so oft sterben, wie man... Hey, das sollten wir eigentlich ausnutzen. Wir sollten jetzt einfach Power-Training machen. Weißt du, wirklich? Aber dann wird ja die Folge zu lang. Wenn die Folge aus ist, bevor ich die Höhle verlassen kann, werde ich noch ein bisschen trainieren. Offline. Weil trainieren ist immer geil. Und ich denke mir, trainieren ist eigentlich langweilig zum Zusehen. Also, ja.
Weil nachdem mir gratis nach jedem Kampf alle Pokémon geheilt werden, kann sie mir sowas von egal sein. Also jetzt wirklich. Tonemi stirbt auch. Wobei es ein bisschen Overkill gerade ist. Aber okay. Geht's da lang? Oh, da geht's nur zum Item. Schade. Nach jedem Kampf geheilt. Also, wenn das Absicht ist, ist das die reinste EP-Farm. Wirklich. Tonemi stirbt wieder mal. Nach einem Move. Ja. Schmeckt! Ah, ja, man ist auch schon Level 16, das gefällt mir. Das gefällt mir. Nice, super effektiv, wow. Ich find's cool. Wirklich, ich find's so cool, wenn einfach mein Starter dadurch auch leveln wird. Das heißt, je länger du levelst, desto länger wird auch der Starter leveln. Also, ich meine, der Rivale leveln. Das wäre so cool. Das heißt, je länger du levelst, desto stärker ist auch dein Rivale. Also, nur in diesem Gebiet halt. Aber trotzdem, das wäre voll cool. Duskstone, das ist nice. Oh man, zwei von den Viechern. Ich glaube, da wechsle ich ausnahmsweise mal aus. Kein Bock auf zwei Gesteinstiere. Sorry, ich muss meine Hand ausschütteln. Ah ja, übrigens, ich weiß nicht, wer das gerade sieht. Ja. Aber ich habe also Gerüchte gehört. Ich finde keine Quellen dazu. Aber ich habe Gerüchte gehört, es kommt ein Outlast 3 raus. Und wenn der rauskommt, dann ganz ehrlich, ich spiele natürlich wieder instant ohne Spoiler. Also, ich will mich nicht spoilern lassen. Dazu ist mir Outlast irgendwie zu schade. Und ich scheinbar soll es in derselben Welt spielen, also das im Outlast-Universum, aber es soll scheinbar andere komplett andere Story haben. Also es soll irgendwie um was komplett anderes gehen. Keine Ahnung. Also nicht mehr um die Murkoff Corporation scheinbar. Ich weiß es aber nicht. Ich hoffe natürlich, es geht trotzdem um die Murkoff Corporation. Sonst wäre es ja langweilig. Ich hoffe einfach, es kommt bald und wir spielen es wieder. Und ich habe wieder meine Mutter dabei oder so. Oder ein paar Freunde. Vielleicht kommt der Teile dann auch mal wieder zu mir. Und ja, keine Ahnung. Und dann können sich ja Leute freiwillig melden, wenn sie dabei sein wollen. Denn alleine ist es schon ein bisschen hart, ja. Okay, cool. Boom. Das Gift ist mir so egal. Das Gift ist mir so egal. Ich werde dann. Entschuldigung. Ich werde dann sowieso geheilt, also. Easy. Wow, nur das Geräusch geht mir trotzdem ziemlich auf die Nuss. So, Aircutter und du bist down. Oder? Sollte reichen. Ja, nicht. Jetzt sind wir wieder full life und haben kein Gift mehr, hoffentlich. Sonst wäre es Omega Red. Stell dir vor, sobald du eine Statusveränderung hast, behältst du diese einfach für immer. So. Jetzt sind wir wieder komplett full life und komplett geheilt. Vortag. Ja! Gift ist weg, Alter. Ihr könnt mich so oft vergiften, wie ihr wollt. Ja. Kann mir egal sein. Ah, ich wechsle aus. Weil. Gegner sind Cancer. Amber.
auf das Steintier. Not very effective. Ja. Uff. Oh, die Folge ist ja vorbei. Ich mache dann einen Kampf noch und dann beende ich diesen Part. Und dann werde ich, keine Ahnung, nein, ich werde nicht offline. Obwohl, ich werde ein bisschen offline turnieren, ja. Und dann suchen wir in der nächsten Folge einfach den Ausgang. Ganz easy cheesy. Wenn wir das schon mal können. Ich meine, warum sollten wir es nicht ausnutzen? Also ich werde nicht weitergehen, ich werde einfach nur hin und her laufen. Und dann haben wir vielleicht 2 Level mehr oder so auf Hermann. Das wäre mein Ziel so. Super effective. Ach ja, echt voll cool. Jetzt kämpfen gerade 2 Starter miteinander. Aber beide noch keine Entwicklung. Das ist ein bisschen traurig ist ja schon. Okay. Oh shit. Das heißt, wir machen jetzt Aquaknarre auf ein Wasser-Pokémon. Shit. Super bliert. What the shit? Okay, Hermann hat Level. Ja, ich möchte Hermann auf Level 19 dann noch trainieren und dann kann ich ganz normal weiter aufnehmen. Sollte relativ schnell gehen, weil ich nicht permanent heilen gehen muss. Also, verpasst ihr nicht viel. So, einmal noch Donnerschock und dann dieser dort. Ja, es ist da. So, Freunde, wir sehen uns dann mit einem Level oder 2 Level auf Ding, auf Hermann mehr, in der nächsten Folge wieder. Gut, dann bis zu Folge 11.